Wir in BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Wir sind stolz auf zahlreiche Auszeichnungen und danken für Ihre langjährige Kundentreue. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mitten in den Sommerferien von Wir in BB. Letzte Woche habe ich ja gesagt, ich mache mich diese Woche zum Beachboy und da hilft mir die City-Managerin von Walderstadt, wo wir uns befinden, Marion Beck, dazu. Sag mal, wer kam denn überhaupt denn auf die Idee, auf diesen Strandsommer in Walderstadt? Also die Idee ist aus Vaihingen-Enns, die machen das seit 2003 und die haben wir uns da direkt abgeguckt. Und dieses Jahr das erste Mal und das Wetter ist fantastisch. Besser hätte es nicht starten können, ja. Also die City-Managerin ist, was das Wetter angeht, zumindest mal happy und zufrieden. Sehr, doch sehr. Besser geht's gar nicht. Ja. Waren denn alle gleich begeistert? Mit wem musste denn man reden jetzt hier in Walderstadt? War da jetzt das Rathaus involviert? War da Stadtmarketing involviert? Weil es ist ja doch schon eine relativ große Geschichte. Man muss natürlich in erster Linie den Bürgermeister erstmal dafür gewinnen, für so eine Aktion. Und dann ging es über den Gemeinderat, über den Gewerbeverein. Also es sind schon einige Institutionen gewesen, die man da durchlaufen musste. Aber grundsätzlich war das eine positive Idee und der Erfolg gibt uns jetzt doch sehr recht. Und auch die, wo ein bisschen so geunkt haben, die haben wir mittlerweile doch auch im Boot. Die sind hier abends auch. Also sehr positive Resonanz. Wir haben 36 Grad und es wird noch heißer. Wir freuen uns natürlich, weil wir einfach unsere Füße hier wahrscheinlich in den Brunnen stecken dürfen. Ob das erlaubt ist, das frage ich auch gleich. Es gibt aber Menschen und vor allen Dingen viele, viele Tiere, die haben wirklich große Probleme. Eigentlich sollte es heute nicht um Hitze und Dürre gehen, sondern um ein ganz anderes Problem, das den Schäfern im Kreis zu schaffen macht, den Wolf. Der ist nämlich inzwischen im Schwarzwald zu Hause, quasi um die Ecke. Der Landkreis hat deswegen eingeladen, um über Förderung von Maßnahmen zu informieren, mit denen die Schäfer ihre Herden schützen können. Manch ein Schafhalter konnte den Termin allerdings gar nicht wahrnehmen, sondern stand stattdessen bei den Tieren auf der Weide. Auf der Weide abends um 8:30 Uhr? Normal mache ich morgens eine frische Weide, aber die haben halt keinen Schatten. Wenn die keinen Schatten haben im Moment bei 35 Grad, das geht gar nicht. Also ich finde, das ist echt hier Quälerei. Die stehen dann da in der Sonne und gehen schier ein. Und deswegen machen wir das jetzt abends. Für die Schafe heißt das den ganzen Tag über fasten. Am Abend ist ihnen der Hunger anzumerken, sie fressen, was sie kriegen können. Die hauen sich jetzt den Bauch voll und dann tun sie wieder kauen. Und morgen früh fressen sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und dann gehen wir ja schon morgen um 7 gehen wir ja schon weiter, morgen früh. Satt fressen, schön und gut. Aber so saftig und nahrhaft sehen die Streuobstwiesen hier am Herrenweltlesberg gar nicht aus. Trotzdem. Also das ist jetzt so das letzte gute Grünland, was wir haben. Wenn wir jetzt hier fertig sind, unten noch im Sommerhofen noch eine Woche. Und dann gehen wir in Richtung Walderstadt ins Naturschutzgebiet. Aber da ist Savanne, also ist wie in Afrika, da ist überhaupt nichts mehr. Okay. Und wenn es nicht bald regnet, dann haben die Schafe Hunger. Und Durst. Schon jetzt muss Sabine Krüger täglich 500 Liter Wasser herfahren. Mehr Arbeit für sie und das noch ganz ohne Wolf. Im Landratsamt ist nämlich mittlerweile klar, der Staat fördert viele Maßnahmen zum Schutz der Herden mit bis zu 90%. Für Vollerwerbsschäfer wie Herbert Scheible liegt das Problem aber im zeitlichen Aufwand. Die Mehrarbeit haben wir immer noch und die bleibt dann immer noch bei den Schäferhängern. Herdeschutzhunde sind arbeitsintensiv. Ich brauche ca. für meine Herdeschutzhunde 2 bis 3 Stunden länger am Tag, was ich halt bisher noch nicht zahlt kriege. Und das sind halt alles so Sachen, die an der Schäferei nagelt oder an der Tierhaltung und mancher sich dann überlegt, ja, soll ich überhaupt noch weitermachen in Zukunft? Und die Lösungen müssen wir halt jetzt finden. Und, ja. Immerhin, Staat und Schäfer können und wollen gemeinsam etwas dafür tun, dass der Wolf gar nicht erst zum richtigen Problem wird. Gegen Hitze und Dürre kann momentan niemand etwas tun. Da heißt es einfach abwarten und abends weiden, bis es wieder kühler wird. Ja, wir sind ja in Walderstadt, in der Keplerstadt und ich muss einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, Herr Kepler, dass Sie uns den Schatten jetzt gerade spenden, weil in der Sonne hält man es eigentlich kaum aus. Marion, hier im Strandsommer, wie ist es eigentlich, wann ist die Idee ganz genau geboren? Weil ich kann ja nicht sagen, wir machen das Ganze im Mai und im Juni startet das Ganze oder im Juli. Man braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, ja, zumal, wie ihr sehen könnt, die umliegende Sache auch geplant sein muss. Ja, wir reden hier von 410 Quadratmeter
Fläche von 210 Tonnen Sand. Also das muss natürlich schon auch geplant werden im Antransport, im Abtransport und Stühle, Schirme, Catering, alles was dazugehört. Das ist schon eine Aufgabe, ja. Ja, jetzt brauchen wir ja auch keinen Hehl draus machen, dass Walderstadt finanziell so ein bisschen klamm dasteht. Kostet doch alles Geld. Wer finanziert das Ganze eigentlich? Also wir konnten uns Gott sei Dank über viele Sponsorengelder ganz gut deckeln und viele, ja, Walderstädter, die uns hier auch unterstützen. Das ganze Rahmenprogramm findet ausschließlich über Vereine und Institutionen statt, die es kostenlos darbieten. Also wir zahlen keine Gagen für irgendwelche Künstler, sondern es ist alles ehrenamtlich, was hier stattfindet. Und natürlich finanzieren die sich ein bisschen über Getränke, Essen oder was sie auch immer anbieten möchten. Also das gibt's auch, Speis und Trank, dafür ist gesorgt? Ja, wir haben in erster Linie den Blauen Engel aus Leonberg hier, der uns wunderbar unterstützt und von morgens 11 bis abends 10 Uhr für uns da ist. Und sonst sind die Vereine da, je nach Veranstaltung gibt es verschiedene Anbieter, die sich da noch ergänzend präsentieren. Wir sprechen gleich noch weiter über den Strandsommer hier in Walderstadt und das Ganze machen wir nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Also eins muss ja auch ganz klar sein, ein Strand ohne Wasser ist kein Strand. Aber ihr habt ja Wasser. Ja, auf jeden Fall. Und auch gern zum Baden. Hier sind die Kinder bis nachts um 10 sind hier im Wasser. Ja. So, wann ging das eigentlich hier los mit dem Strandsommer 2018, eurem Pilotprojekt hier in Walderstadt? Am 9. Juli ging es los und wir haben noch bis zum 31. August, also die ganzen Sommerferien noch. Also quasi, wenn man so genau rechnet, sind wir jetzt noch knappe 3 Wochen hier unterwegs. Also das Programm geht natürlich auch noch weiter bis zum 31. August. Gibt es denn da schon das eine oder andere Highlight, wo du jetzt sagst, okay Leute, kommt unbedingt nach Walderstadt, weil... Wir haben sportliche Veranstaltungen am Strand, wir haben Zumba, wir haben Yoga, wir haben Cocktailbars. Wir hatten heute zum Beispiel den Sommermarkt mit sehr schönen Anbietern. Leider war es sehr, sehr warm für die Anbieter, aber heute Morgen war es sehr gut besucht. Wir haben nächstes Wochenende, macht der Heimatverein ein Badezuber-Badepaar, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, ja, die baden in historischen Kostümen und das Wochenende drauf wird dann ein vom DLRG ein karibisches Wochenende sein. 3 Tage lang gibt es die feinsten Leckereien aus der Karibik mit Musik, mit Cocktailbar, mit allem. Und ich würde sagen... Wenn der Pool schon mal da ist, die Schuhe aus, komm, dann gehen wir jetzt einfach mal in den nächsten Beitrag, weil in Böblingen, da gehen ganz viele Kinder ins Waldheim. Der Vorteil ist, viele Bäume, viel Schatten, nicht ganz so heiß. Wir kühlen uns die Füße und zeigen ihnen, was da auf dem Berg los ist. Ah. Zisch! Oh, ist echt schön. Weit mehr als 300 Kinder und mittendrin der Oberbürgermeister beim Rennen, Körbe werfen, Sackhüpfen. Beim Antrittsbesuch im Waldheim wird Stefan Belz einiges abverlangt. Am leichtesten gefallen ist der Sprint. Alles andere war mit irgendwelchen Werkzeugen oder war Koordination dann gefragt. Das ist natürlich beim ersten Mal immer eine Herausforderung. Die der neue OB dennoch gut hinbekommt. Auf der Bühne werden dann ehrenamtliche Mitarbeiter geehrt, die hier seit 10 Jahren den Laden schmeißen. Manche sind sogar schon mehr als 25 Jahre dabei. Für den einzigen Hauptamtlichen, Johannes Söhner, kein Wunder, das Waldheim ist wie eine Familie. Man wird hier groß und weiß, wenn man es verlässt, es fehlt einem was. Das sagen immer wieder, die kommen gern wieder zurück, sie bringen ihre Kinder wieder her. Wer einmal hier was geschnuppert hat, kommt gern zurück. So wird es sicher auch dem neuen Oberbürgermeister gehen. Oberbürgermeister wäre ja eigentlich auch Söhner gerne geworden. Im Winter waren die beiden noch Gegenkandidaten. Was ist das für ein Gefühl, jetzt hier aufeinander zu treffen? Spannende Frage. Ich habe gedacht, toll, dass es in meinem Sinne weitermacht. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass Johannes Söhner sich so einsetzt für unsere Stadtgesellschaft. Und er macht es ja auch mit viel Tatendrang und macht es sehr gut. Von Rivalität keine Spur, aber kein Wunder, im Wahlkampf hatten sich ja beide auch die Jugendarbeit auf die Fahne geschrieben. Für die Kinder hat der OB dann auch noch was dabei, einen Riesenball mit Globusaufdruck.
Also die Weltkugel drückt ja im Prinzip auch aus, dass wir hier in Böblingen sehr viele Menschen haben aus verschiedenen Ländern der Welt. Und auf dieser Weltkugel können jetzt die Kinder auch zeigen, wo sie herkommen. Und gleichzeitig ist es ein Ball. Mit einem Ball kann man auch immer spielen. Keine Frage, das kommt an. So gut, dass Belz gleich noch zur Autogrammstunde muss. So einen Fanclub hatte hier noch kein Stadtoberhaupt. Ja, die Füße möchte man am liebsten gar nicht hier aus dem Brunnen nehmen, werden wir aber trotzdem tun, weil ich habe jetzt Lust noch auf einen schönen Absacker. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Radler. Versuche ich jetzt aufzutreiben nach den Veranstaltungstipps. Wer schon immer mal Qigong ausprobieren wollte, hat jeden Dienstag im August eine Schnuppergelegenheit. Von 7:30 bis 7:30 abends zeigt Qigong-Lehrerin Iris Knopp, wie die langsam fließenden Bewegungen für einen entspannten Körper und einen ruhigen Geist sorgen. Wer lieber seine Lachmuskeln trainiert, ist im Herrenberger Mauerwerk richtig. Da präsentiert Kabarettist Werner Kotschwarer sein Jubiläumsprogramm am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde. Unter dem Motto »Seit 30 Jahren lachen mit Recht« geht er dem Irrwitz deutscher Justiz auf den Grund. Und in Leonberg trotzt man der Hitze am besten, wenn man sich erst nachts raustraut, zum Beispiel zur abendlichen Fackelführung durch die Altstadt. Mit Licht und Schatten geht's durch Fachwerkgassen und Pomeranzengarten. Treffpunkt ist 10 am Marktbrunnen. So, ich habe jetzt echt gesucht, aber das Radler habe ich nicht gefunden, aber da führten zwei leckere Cocktails. Marion, Und das ist auch noch alkoholfrei, das ist genau das Richtige bei diesen Temperaturen. Ich sag mal, was war eigentlich der Grundgedanke, so einen Strandsommer in Weil der Stadt zu machen? Wir kämpfen ja im Moment alle, die Innenstädte kämpfen wir mit der Belebung, mit den Besuchern. Und die Idee war, was können wir tun, um auch in den Sommerferien hier nicht Heuballen durchfließen zu lassen, sondern wie können wir die Besucher hierher bekommen? Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben eine unheimliche Besucherfrequenz zu verbuchen und das war eigentlich der Sinn des Ganzen, den Einzelhandel zu beleben und zu sagen, schau mal, was man bei uns hier alles erleben kann. Ja. Und natürlich auch zu sagen, wie schön die Altstadt von Walderstadt ist, weil ihr habt echt eine wunderschöne Altstadt. Und wenn jetzt noch Belebung reinkommt, nicht nur durch die Besucher, sondern vielleicht, dass einfach die einzelnen Ladengeschäfte wiederbelebt werden, wäre das natürlich ein Traum. Und ich bin auch ganz sicher, es wird eine Wiederholung geben, Strandsommer 2019. Marion, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir genießen jetzt noch unsere Cocktails und ich sage zu Ihnen Tschüss, das war's für diese Woche. In der kommenden eine neue Ausgabe von Wir in BB. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.